Hallo, 450 Gramm Kartoffeln, 300 Gramm Möhren, 6 Eier, ca. 500 Gramm rote Beete, Matthiasfilet abgetropft, 350 Gramm Mayo und Salz und 2 Zwiebeln. Die Kartoffeln und die Möhren habe ich vorher zusammen mit Schale gekocht und halt jetzt die Schale abgemacht. Als erstes halt Matthiasfilet in kleine Stücke schneiden. Also ich habe jetzt Matthiasfilet aus dem russischen Geschäft, ihr könnt es aber auch ganz normal im deutschen kaufen. Als erstes kommt halt die erste Schicht dieses Matthiasfilet. Die Zwiebeln in den Mixtopf geben. Auf Matthiasfilet geben und verteilen. Drauf geben und halt auch verteilen. Jetzt die Kartoffeln drauf verteilen. Salzen und Mayo oben drauf verteilen. Eier in den Mixtopf geben. Jetzt die Eier mal verteilen. Mayo oben drauf verteilen. Die Möhren in den Mixtopf geben. Und jetzt die Möhren drauf verteilen. Und Mayo. Und jetzt rote Beete in den Mixtopf geben. Rote Beete, die letzte Schicht oben drauf verteilen. Auch verteilen. Und fertig ist unser Schichtsalat. Ich zeige nochmal näher. Ich wünsche euch einen guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.